Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder aus vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, wie man ein Knopfloch auf der Nähmaschine nähen kann. Als erstes hebe ich hier mein Nähfüßchen an mit diesem kleinen Hebel hier und dann drücke ich auf das schwarze Knöpfchen hier hinten und dann fällt das Füßchen raus und dann kann ich gleich meinen Knopflochfuß anbringen. Jetzt habe ich meinen Knopflochfuß hier und dann nehme ich den Knopf, den ich nachher annähen möchte und setze ihn hinten ein, damit das Knopflochfüßchen genau weiß, wie groß denn das Knopfloch werden muss. Und dann fädle ich jetzt hier den Faden durch das Löchlein nach unten hindurch. Und dann habe ich hier eine Markierung für mein Knopfloch und das lege ich jetzt genau unter dieses Loch im Knopflochfuß. Wie man sehen kann, sind da auch kleine Hilfslinien, die rot sind und die lege ich jetzt genau mit der Markierung auf dem Stoff auf eine Höhe. Und jetzt ziehe ich den Knopflochhebel hier nach unten und setze ihn hinter diesen kleinen Pnüppel da auf dem Knopflochfuß, damit das Nähmaschinchen genau weiß, wie groß denn das Knopfloch werden muss. Und dann wähle ich Nummer 26 und mache die Stichlänge ein bisschen kleiner, damit es alles schön dicht wird, die ganzen Stiche ein bisschen dicht sind und keine Abstände haben. Sieht einfach netter aus. Und die Nähmaschine macht das eigentlich alles von alleine hier. Ich müsste eigentlich auch nicht den Stoff festhalten. Und jetzt sind wir fertig. Wir können den Faden abschneiden. Und jetzt ziehe ich die Oberfäden auf die Rückseite des Stoffes. Ich könnte es auch abschneiden. Aber dann weiß ich nicht, ob vielleicht der Faden lose wird. So ziehe ich es einfach auf die Rückseite mit der Nadel und kann die dann hinten verknoten. Dasselbe mache ich auch mit dem anderen Faden hier. Und jetzt kann ich alles schön verknoten und dann abschneiden. Und dann ist das Knopfloch auch fertig. Und abschneiden. Und da ist das Knopfloch. Sieht doch ganz schick aus. Die Markierungen, die würde ich natürlich mit einem anderen Stift machen, jetzt nicht mit so einem Filzstift. Jetzt mache ich noch hier meinen Nahtauftrenner und mache einen kleinen Schlitz rein, damit dann auch wirklich der Knopf hindurch passt. Jetzt schauen wir mal, ob er auch passt. Wunderbar, passt wunderbar hindurch. Und rückwärts geht's auch. Dann probiere ich noch ein paar andere Knopflöcher aus hier auf der Nähmaschine. Das ist hier jetzt einfach ein kleines Test-Näh-Schnittmuster-Stöffchen. Ich empfehle immer, dass man erstmal eine Probe näht, bevor man es dann wirklich auch auf dem Projekt macht, wo man es haben möchte. Jetzt fasse ich den Stoff überhaupt nicht an und die Nähmaschine macht alles ganz von alleine. Wie man sehen kann, sehen einige Stiche ein bisschen merkwürdig aus, Knopflöcher. Da musste ich die Fadenspannung wechseln oder ändern.
Und eines der Knopflöcher, da ist mir der Unterfaden ausgegangen, da musste ich nochmal neu anfangen, deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man den Knopf mit der Nähmaschine auch annähen kann. Ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!